Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Fremde. Es tut mir leid, wenn ich euch in Markarts Probleme hineinziehe, aber nach diesem Angriff auf den Markt wird mir die Zeit knapp. Ihr kommt von außerhalb, ihr seht gefährlich aus, das wird genügen. Ihr wollt Antworten? Die will ich auch. Die will jeder hier in der Stadt. Ein Mann läuft auf dem Markt Amok. Jeder weiß, dass er ein Agent der Abgeschworenen ist. Die Wachen tun nichts, nichts außer die Schweinerei hinterher zu beseitigen. Das geht schon seit Jahren so. Und ich habe nur Mord und Blut finden können. Ich brauche Hilfe. Bitte, ihr findet heraus, warum diese Frau angegriffen wurde, wer hinter Weilin und den Abgeschworenen steckt. Und ich bezahle euch für alle Informationen, die ihr mir bringt. Sie kommt nicht aus Markarth. Alles an ihr schrie förmlich Fremde. Besucher der Stadt übernachten für gewöhnlich im Gasthaus Silberblut. Er gehörte zu den Hüttenarbeitern. Ich habe auch einmal dort gearbeitet und Silberbarren gegossen. Ich habe nie viel über Weilen gewusst, nur dass er wie alle anderen Arbeiter in der Wohnkaserne lebt. Sie sind das, was von den alten Herrschern von Markarth noch übrig geblieben ist. Einwohner von Reach, Anhänger der alten Tradition. Die Nord haben sie aus der Stadt vertrieben. Ulfric Sturmmantel und seine Leute. Das war vor etwa 20 Jahren. Aber sie sind immer noch da. Und sie töten Leute. Ja, es begann, als ich noch ein Junge war. Meinem Vater gehörte eine der Minen. Das ist selten für einen Nicht-Nord. Er wurde getötet. Die Wächter sagten, es sei ein Verrückter gewesen, aber alle wussten, dass der Mörder einer der Abgeschworenen war. Seither versuche ich herauszufinden, warum. Bislang erfolglos. Und dann habe ich geheiratet. Jetzt ist unser erstes Kind unterwegs. Ich habe geschworen, dass ich um meines Kindes willen einfach aufgeben würde. Aber es ist, als würde mich der Geist meines Vaters heimsuchen. Als fragte er mich, warum. Passt auf, mit wem ihr redet. Über dieses Haus? Nein. Habt ihr gesehen, dass jemand hinein- oder hinausgegangen ist? Seltsame Lichter oder ungewöhnliche Geräusche? Es ist verlassen und das war schon immer. Das blutigste Fleisch in Reach. Ich weiß nicht, was ihr erwartet. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein- oder hinausgegangen ist? Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Man weiß nie, was einen erwartet. Augen auf! Hier wird nicht rumgetrödelt.
Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Wenn ich euch nicht helfen kann, schreit meine Frau mich bestimmt so lange an, bis ich es doch kann. Ach ja, sie hat unser schönstes Zimmer einen ganzen Monat lang gemietet. Wir sollten sie lieber alle vergessen. In Markhardt bringt es Pech, über die Toten zu reden. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Habt ihr schon gehört? Die Halle der Toten ist geschlossen. Bruder Verulus macht sich momentan nicht gerade beliebt in der Stadt. Jeder aufstrebende Magier sollte die Akademie in Winterfeste aufsuchen. Dort werdet ihr finden, was ihr sucht. Obwohl der bescheidene Zauberer unseres Jarl ebenfalls bereit sein könnte, zu helfen. Degain, der Bettler, ist selbst schuld, dass er aus dem Tempel von Dibella geworfen wurde. Er hat einen ganz schönen Krawall veranstaltet. Denkt daran, in Markhardt ist Met billiger als Blut. Die Getränke hier sind wässrig, aber bezahlbar. Ihr. Ich habe beobachtet, wie ihr herumgeschnüffelt und Fragen gestellt habt. Verschwindet! Ihr wollt lieber nicht herausfinden, was wir hier mit Störenfrieden anstellen. Das blutigste Fleisch in Reach. Aber ihr seid auf der Suche danach. Das ist fast genauso schlimm. Wollt ihr etwas handeln? Dies ist unsere letzte Warnung, Fremdling. Nur wir sorgen hier für Frieden. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein.
Blut und Silber, Freund. Blut und Silber. Ihr macht den Stall zu. Punkt um. Ihr... etwas? Aus Furcht? Soll das unsere Tochter von uns lernen? Wir haben euch gewarnt, Fremdling. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Auswärtigen traut man nicht in Markarth. Das solltet ihr euch besser merken. Habt ihr euch verlaufen? Die Wohnkaserne ist nichts für euch, glaubt mir. Die Wohnkaserne ist kein Ort für Leute. Oh ja, ich kenne jeden, der in der Wohnkaserne übernachtet. Man könnte sagen, ich bin hier für die Schlüssel verantwortlich. Ich schätze, jemand anderes wird sich nun sein Zimmer nehmen. Dahin zieht man, wenn man sich nirgendwo sonst ein Zimmer leisten kann. Ungefähr zu der Zeit, als die Minen geöffnet wurden, kam jemand auf die Idee, da ein paar Betten reinzustellen. Arbeiter, die Kranken, die Lahmen, wir sind alle hier. Das kann man wohl sagen. Willkommen in Markarth. Den Göttern sei Dank, dass ihr nicht hier leben müsst. Tut mir leid, aber ihr habt hier nichts verloren. Vertrauen findet man hier ziemlich selten, aber nun gut. Bis zum nächsten Mal. Ich kenne hier keinen, der nicht an Rüttelfieber oder Ataxie leidet. Ihr braucht etwas?
Die Wohnkaserne ist kein Ort für Leute wie euch. Was wollt ihr? Ihr steckt eure Nase in Dinge, die euch nichts angehen. Es wird Zeit für eine Lektion. Jemand, dem eure Fragen nicht gefallen. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Geh nicht drauf! Ich werde euch in Stücke reißen! Ja! Ja! Stück Arena-Futter. Nepos, die Nase hat mich geschickt. Der alte Mann gibt die Befehle. Ich sollte sicherstellen, dass sie nicht im Weg steht. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Nepos ist der Anführer. Mehr weiß ich nicht. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ist das Fell, das euch da aus den Ohren wächst? Wenn ihr das Gesetz in Markarth brecht, werdet ihr in die Sidna-Mine verfrachtet. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich? Ich muss hier Wache schieben.
Nicht zu fassen, dass ich ausgerechnet hier stationiert bin. Sogar die Betten sind aus Stein.